Da alle Anfragen nun zum Aufruf gelangt sind, darf ich die Fragestunde für beendet erklären und mich beim Herrn Bundesfinanzminister herzlich bedanken. Das war die Fragestunde mit Finanzminister Gernot Blümel, der noch das Rednerpult abwischt. Er wird jetzt wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen, denn die nächsten Tagesordnungspunkte kommen aus dem Finanzausschuss. Also er ist der zuständige Minister, es nimmt auch Arbeitsminister. Nein, kann es von hier nicht erkennen. Finanzminister Blümel hat jedenfalls Platz genommen. Es geht nämlich weiter mit dem IFI-Beitragsgesetz. IFI steht für internationale Finanzinstitutionen. Der Nationalrat wird heute die gesetzliche Grundlage nachschärfen, auf der Österreich Beiträge an internationale Finanzinstitutionen im Rahmen der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit abwickelt. Da geht es unter anderem um Wiederauffüllungen des Asiatischen Entwicklungsfonds in der Höhe von etwa 20 Millionen Euro, um einen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, IFAD, in der Höhe von 16 Millionen Euro. Damit es die erforderliche Zweidrittelmehrheit auch da geben. Der Abgeordnete Kickl, Kolleginnen und Kollegen, haben das Verlangen gestellt, die vor Eingang in die Tagesordnung eingebrachte schriftliche Anfrage 7292 der Abgeordneten Kickl, Kolleginnen und Kollegen, an den Bundesminister für Inneres betreffend völliges Versagen der ÖVP in der Asylpolitik dringlich zu behandeln. Gemäß der Geschäftsordnung wird die dringliche Anfrage um 15 Uhr behandelt werden. Es ist vorgeschlagen. Also dringliche Anfrage an Innenminister Karl Nehammer. Zum Thema Asylwerber aus Afghanistan, konkret im Zusammenhang mit der Ermordung der 13-jährigen Leonie. Da ging es gestern schon relativ heftig zu hier im Parlament. Heute 15 Uhr. Das ist nicht der Fall. Wir haben in der Präsidialkonferenz zur Geschäftsordnung. Bitte.